Hallo Leute! The Griswolds are back. Heute präsentiere ich euch Hilfe, die Amis kommen. Ja, worum geht es in Hilfe, die Amis kommen? Es geht mal wieder um die Familie Griswold, beziehungsweise in diesem Film heißt sie Griswold. Aber da sage ich noch was zu. Die gewinnt in einer Spielshow Schwein oder Nichtschwein eine Europareise. Diese steht aber nicht so ganz, es läuft aber nicht so ganz prall. Sie reisen zuerst nach London, wo ihr Superhotel leider doch nicht so schön ist. Es hat kein Badezimmer und keine Zimmernummern und ist generell eher klein. Dann reisen sie weiter nach Paris, wo die Leute eher unfreundlich sind. Und ja, also nicht so prall ist, auch ein bisschen abgezogen werden sie da. Dann reisen sie nach Deutschland, wollen Clarks Verwandten besuchen. Naja, Deutschland ist eher ein kleines Dorf in Bayern. So typisch, wie die Amerikaner das sehen. Und dort verwechseln sie die Haustür und sind auf einmal bei der falschen Familie, was ja einfach nur ein kleiner Nebengag ist, aber egal. Und dann geht's weiter nach Rom, wo sie auch noch in eine Geiselnahme geraten. Und ja, kann dieser Urlaub gut ausgehen oder wird er komplett ins Wasser fallen? Das erfahrt ihr in Hilfe, die Amis kommen. Der Film ist von 1985 aus den USA, ist eine Abenteuerkomödie und geht 95 Minuten lang. FSK ist 6, DVD diesmal auch nicht, so wie bei dem anderen Film, wo sich das unterschieden hat. Das Budget hat 17 Millionen US-Dollar betragen und das IMDb-Rating ist 6,2, ist also jetzt nicht so pralle. Diesen kann man auch streamen, beziehungsweise man kann ihn kaufen und leihen, unter anderem auf Prime, aber auch auf anderen Anbietern wie Maxdome, habe ich gesehen, kann man ihn durchaus bekommen. Ja, zu den Schauspielern, das ist wieder Chevy Chase, bekannt aus den drei Amigos und die Jagd auf den Unsichtbaren, als Vater Clark. Als Mutter haben wir wieder Beverly D'Angelo, die zum Beispiel in Violent Night von vorletzten Jahr, 22 war der, glaube ich, mitspielte und sie war auch in American History X. Dana Hill spielt diesmal die Tochter, die sehr viel Synchronarbeit geleistet hat, zum Beispiel im Tom und Jerry Film oder auch bei Jetsons in der Original-Synchro. Dann haben wir als Rusty haben wir Jason Lively aus Rock'n'Roll High School Forever. Wir haben John Aston, der zum Beispiel in The Frighteners und Gremlins 2 aufgetaucht ist, aber auch in die neue Addams Family von 1988 bis 1999, war so eine kleine Serie, hat er den Gomez Addams gespielt. Wir haben Eric Idle, der Mitglied der Comedy-Gruppe Monty Python ist, die unter anderem Ritter der Kokosnuss und das Leben des Brian gemacht haben. Und wir haben eine deutsche Schauspielerin sogar für den kurzen Abschnitt in Deutschland, Claudia Neidig. Sie war zum Beispiel in Seitenstechen mit Mike Krüger von 1985 und vom Cover her sieht das aus, als ob es wie der Film Junior wäre mit Schwarzenegger, wo halt der Mann schwanger wird. Aber Junior war 1994. Junior habe ich mal gesehen, aber das ist schon ewig her, deswegen kann ich da jetzt nichts mehr groß zu sagen. Und Seitenstechen habe ich glaube ich noch nie gesehen. Seltsam. Und wir haben, ich habe es echt jetzt erst beim Recherchieren ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Wir haben William Zabka, oder Zabka, aus der Karate Kid-Reihe und auch aus Cobra Kai. Der spielt den Freund von Audrey, der in Amerika zurückbleibt, sozusagen. Ja, wie konnte ich das nicht sehen?
Okay, ich habe Karate Kid nie wirklich geguckt. Es war nie so meine Richtung. Ja, Harold Ramis war diesmal nicht der Director, weil er zu der Zeit an Ghostbusters gearbeitet hat. Anthony Michael Hall, der den Rusty spielte, wurde gefragt, aber er wollte lieber bei Lisa der helle Wahnsinn mitspielen. Worauf die Produzenten dann einfach sagten, ja, dann machen wir die Kinder eben, passen wir eben neu. Und Dana Barron wurde gar nicht erst gefragt, was ein bisschen frech ist, finde ich, dass sie überhaupt nicht gefragt wurde. Da sitzt nicht so ganz pralle heute. Der eigentlich gerade. Ja. Egal, darum geht es jetzt nicht. Ja. Wie gesagt, in diesem Film heißt die Familie Griswold und nicht Griswolter aus irgendeinem Grund mit einem A. Aber es steht halt nur, dass sie falsch geschrieben ist. Scheinbar falsch geschrieben wurde. Weil in allen anderen Teilen, auch in Schöne Bescherung und auch in dem vierten Teil in Las Vegas, ist es Griswold. Deswegen wird es wohl einfach ein Tippfehler gewesen sein, den sie übernehmen haben. Und wir haben eine kleine Cameo von Robbie Coltrane, den man vor allem als Hagrid aus den Harry Potter-Filmen kennt. Auch das ist mir gerade erst aufgefallen, als ich es gelesen habe. Ja, okay, bei Robbie Coltrane kann ich es durchaus nachvollziehen, weil als Hagrid hat er immer seinen schönen langen Bart gehabt. Man sieht nicht viel von seinem Gesicht. Ja, der Film ist jetzt nicht so pralle. Also ja, es ist ganz okay mit 6,2. Als Europäer doch, aber doch auch nicht so ganz gut geeignet, weil es ist Europa aus der Sicht von Amerikanern, was jetzt ja vor allem die Deutschen sehen, wo sie halt in so einer Art kleinen Bergdorf in Bayern oder so sind, was als die amerikanische Sicht von Deutschland zum Beispiel ist, das alles Bayern ist. Oder auch Frankreich oder dass London bzw. England eher so zurückgeblieben ist und so. Muss man verkraften können. Es ist jetzt nicht 100% gut gealtert, aber ich glaube, wenn man mit dem Mindset dran geht, dass es aus der Sicht der Amerikaner ist und auch eher Parodie gemeint ist, weil die Familie da eher blauäugig dran geht an Europa, ohne sich damit groß zu beschäftigen, dann ist er durchaus unterhaltsam. Die Effekte sind auch ganz gut gemacht. Aber ihr müsst auch, er hat viel Wortwitz. Es gibt zum Beispiel von Eric Idle, der ja auch bei Monty Pythons Ritter der Kokosnuss dabei war, ist es nur, wird er halt angefahren als Fahrradfahrer und sagt, ja, es ist nur eine Fleischwunde, keine Sorge. Kommt halt nicht so gut rüber wie im Original, weil es in Ritter der Kokosnuss den einen Ritter gibt, der weiterkämpft, obwohl ihm beide Arme abgeschlagen wurden und sagt, it's just a flesh wound. Das funktioniert im Englischen einfach viel besser als im Deutschen. Just a flesh wound. Ja, aber ansonsten kann man sich durchaus nochmal angucken. Man kann ihn ja auch kaufen allein oder halt direkt auf DVD kaufen. Auch hier hat er wieder so ein schönes Cover, so Richtung Conan-mäßig angedeutet. Die anderen gar nicht, oder? Ups, fällt hier rum. Ja, hier, das ist so ein bisschen klassischer oder hier schöne Bescherung. Oh, bin ziemlich ähnlich sogar. Habe ich gar nicht so drauf geachtet, weil, ja, ich habe den letzten gar nicht gesehen. Ich habe nur mal ihn im Fernsehen gecatcht, als er mal so ein bisschen lief. Weil ich fand ihn nicht, er hat mich nicht abgeholt. Also selbst die paar Minuten, die ich gesehen habe, haben mich jetzt nicht dazu verleitet, ihn ganz zu gucken oder ihn überhaupt jetzt nochmal zu gucken. Vielleicht werde ich das mal nachholen, aber bis dahin könnt ihr Hilfe die Amis kommen gucken. Der ist durchaus unterhaltsam und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss. Wenn Sie diesen Sommer in Urlaub fahren, dann passen Sie auf. Carconi! Hilfe, die Amis kommen. Hey Dad, schau, Pinkelpötte. Sie reisen durch Europa. Mach bitte etwas langsamer, die Kinder sind erschöpft. Schatz, die schließen in 15 Minuten und da drin gibt's 100.000 Kunstwerke zu sehen, also beeilt euch! Sie schaffen sich ihre eigenen Ruinen. Sie schließen neue Freundschaften. Es ist nichts passiert, es tut eigentlich gar nicht weh. Und besuchen entfernte Verwandte. Da ist es, Kinder, mein Mutterland. Dad, Großmutter ist aus Chicago. Schweig bitte, Ross. Machen Sie Urlaub.
solange noch alles steht. Chevy Chase. In Hilfe, die Amis kommen. Also stehen bleiben. Wenn diese Amis kommen, kann man nur die Flucht ergreifen. Hilfe, die Amis kommen.